Yo, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute wird es spannend, denn wir versetzen uns jetzt in den Physikunterricht aus der 6. oder 7. Klasse. Habt ihr sowas in der Schule gemacht? Ich nicht, aber ich kenne viele, die es gemacht haben. Ja? Ich habe schon im Fernsehen mal gesehen. Heute habe ich ganz besondere Gäste, und zwar zu meiner Linken, dem Joey's Jungle. Hi. Und zu meiner Rechten, Rezo. Wir spielen heute ein Spiel, und zwar Rette das Ei. Wir haben heute eine Mission, und zwar unseren Bruder hier, der einen Monat zu lang im Kühlschrank stand, zu retten. Wir haben jetzt eine halbe Stunde Zeit, uns eine Konstruktion zu überlegen, wie wir es schaffen, ein Ei aus 4 Meter Höhe runterzuschmeißen, und es muss heil ankommen. Ganz simpel eigentlich. Wie soll das gehen? Eigentlich voll simpel, wenn ich mir angucke, was wir hier haben. Es gibt eine Regel, und zwar muss das Gesicht zu sehen sein. Ah! Okay, das hat jetzt komplett alles verändert. Halbe Stunde, ja. Wenn das Ei überlebt, kriegt ihr 10 Punkte. Gleichzeitig müsst ihr bei eurer Konstruktion beachten, dass ihr es so konstruiert, dass ihr auch noch richtig landet. Im Best Case schaffen wir 20 Punkte. Wäre hundertprozentig komplett neben die Scheibe. Ich dachte am Anfang, so ein Spiel ist ganz simpel. Jetzt kommen so Bonusregeln drauf. Ihr könnt euch kreativ ausdrucken. Und wenn ihr jetzt sagt, das ist ja Lebensmittelverschwendung. Nein, das sind schlechte Eier. Die sind schon weit, weit über dem Verfallsdatum. Und deswegen sind sie Müll. Okay, habt ihr einen Plan? Nee. Vielleicht starten wir direkt den Countdown und dann legen wir los. Also, meine 3, 2, 1, let's go! Alter, das stresst mich jetzt so hart. Ich glaube wirklich, dass ich den Fallschirm auch ausprobiere, und zwar mit so einem Müllsack, ne? Ich glaube, ich bin einfach nicht schlau genug. Was stimmt jetzt schon bei der Konstruktion kaputt? Was passiert dann? 20 Minuspunkte? Ja. Lass uns versuchen, das nicht teuer kaputt zu machen. Ich glaube, ich mache jetzt als erstes mal so einen schönen Wattemantel. Also, warte mal, das heißt, das Gesicht muss man sehen. Ja. Aber nur das Gesicht. Also, so hier wäre erlaubt. Ja. Ne? Ich bleib beim Fallschirm. Wie funktioniert eigentlich? Ich bin gespannt, wie du das machst. Ich trau dir das halt auch nicht, nee, dass der funktionieren wird, ne? Ich denke mir halt, was ist, wenn ich 6 von denen so ganz leicht aufpuste und das dann so in die Mitte tue von ganz vielen und dann so Band drum mache? Das könnte funktionieren. Das wird doch niemals klappen, oder? Wenn du das jetzt als Fallschirm benutzt, so viel federt das nicht ab. Ja, aber er nimmt auf jeden Fall Geschwindigkeit raus. Ja, das stimmt. Ja, also es hilft auf jeden Fall. Das Ding ist, Sachen an so ein Ei zu befestigen, ist schon erstmal eine Herausforderung, ne? Heißkleber, Tesafilm, Schnur. Ja, ist okay. Ich glaube, ich habe mir es leichter vorgestellt, Luftballons aneinander zu befestigen. Ey, ist auch eine Möglichkeit, dass irgendwie das Ei hier drin fest ist und dass das hier einfach Bounce macht. Ja, man muss halt irgendwie nur was bauen, was garantiert, dass es genau so bleibt, wenn es fällt. Wenn ich so aneinander mache, dann sind die ja schon so. Dann, aber dann mache ich nochmal 4 und tue die oben drauf. Und dann muss ich die 4 und die anderen 4 aneinander kriegen, weil so hält es gut, wenn ich das hier... Ey, Junge, ich habe jetzt den Plan. Soll jetzt kein Kriegerei sein. Das sieht schon echt cool aus, muss ich sagen. Mulan, das ist Mulai. Nee, ich versuche jetzt einfach so ein bisschen Stäbchen drumherum zu kleben, damit der einfach safe schon mal ein bisschen Abstand vom Boden hat. Ich kann nicht spontan intelligent sein, ey. Rob, ich weiß nicht, ob du das Ziel verstanden hast. Und meinst du es voll die süße Großmutter? Schaut mal. Ey, ich will ja nichts sagen. Das sieht richtig gut aus. Kein Scheiß, wenn ich das jetzt mit Tesafilm einfach festtapen würde, dann würde es doch schon klappen. Am Ende überleben einfach alle Eier. Ich glaube, das ist wirklich nicht so einfach. Ich konzentriere hier alle. Kurzer Zwischenstandscheck. Was ist das denn, Alter? Das ist der Airbag 3000. Und ich dann so im Kindergarten. Ich habe hier bisher diese aneinander und ich dachte mir, wenn ich das hier reinlege, dann könnte das sogar so schon klappen. Vielleicht aber in der Luft dreht sich das halt auch. Das wollen wir nicht. Deswegen muss ich jetzt noch hier oben was dran machen. So sieht's aus, wenn ein Kindergartenkind versucht, so ein Ei zu schützen. Aber ihr werdet noch sehen. Ich weiß nicht, ob das Schutz bietet. Ich gehe einfach mal von jeder Situation aus. Sieht so scheiße aus. Aber richtig heftige Konstruktion, Alter. Auch richtig unnötig, dieses Stirnband hier, ey. Oh, brauchst du gerade ein UFO? Ja, ich weiß selber noch nicht so ganz, was ich baue. Ich lasse mich einfach überraschen. Ich habe mittlerweile eine Lösung gefunden, wie ich meinen Fallschirm befestigt kriege. Und zwar schneide ich dafür hier eine Mülltüte. Alles gut, hat gehalten. Schneide ich hier die Mülltüte auf und befestige jeweils hier eine Seite. Oh, in Heißkleber gefasst. Oh, nein. Aber alles gut. Befestige ich
jeweils eine Seite hier an der Holzkonstruktion. So müsste das eigentlich gleich stabil halten. Die Beta-Version meines Projekts ist jetzt fertig. Was soll mir das? Oh mein Gott, sorry. Alles gut. Muss ich irgendwas beachten bei einem Fallschirm? Also es wird auf jeden Fall schon mal ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen. Was sind noch die Lücken in meinem System? So als wäre es schwierig so zu erkennen, wo das noch nicht ganz perfekt ist. Auf einmal hat man auch so voll den Drive, um gewinnen zu wollen. Was könnte ich denn noch benutzen? Vielleicht muss ich mich einfach nochmal neu orientieren. Oha! Okay, mein Problem ist, er bounced und federt auf jeden Fall den ersten ab. Aber dann kann der ganz schnell so nach hier springen und dann ist natürlich so. Aber theoretisch kommt es halt nicht ans Ei. Ich muss es nur gut kleben. Ey, guck mal, voll gut. Boah. Das ist richtig austauscht, wenn es ein Pokémon wäre. Das ist schon fast so eine Falle. Ja, meine Oma ist krasser als ihr dachtet, ne? Also das Ding ist, ihr macht so Risiko, ich mach voll Nummer sicher bei mir. Glaube ich halt. Das ist die große Frage, ne? Was ist sicher bei diesem Experiment? Brauche ich noch einen Fallschirm? Einfach so quasi auf safe an den Fallschirm Fallschirme kleben? Ich glaube aber, wenn du da jetzt Kleber dran machst, dann ist das so schwer. Ja, das könnte, ja, das stimmt. Ich glaube, ich bin ready. Ich glaube, ich bin auch ready. Ich nicht. Sorry. Ich brauche noch ein bisschen Watte. Sorry. Ja, jetzt guckst du noch, aber wenn es gleich überlebt, dann guckst du auch. Alles klar. Freunde, Joey bastelt noch schnell zu Ende. Und dann sehen wir uns gleich bei Rette das Ei. Also Leute, ich hatte kein richtiges Konzept. Ich habe einfach mal drauf losgemacht und dann hat sich irgendwie ein Konzept ergeben. Ich habe halt einfach so viel wie möglich um dieses Ei drumherum gebaut. Und dann dachte ich, okay, für hier oben brauche ich einfach irgendwas, was das Ganze noch abfedert, falls es wirklich auf dem Gesicht landet. Und deswegen habe ich hier diese ganzen Zahnstocher überhin gemacht. Und als die da oben waren, dachte ich, mach die auch da unten hin. Und dann habe ich hier auch noch diese Bälle. Die federn auch nochmal gut ab. Hey. Und ich glaube echt, dass es funktionieren könnte. Ich glaube auch vor allen Dingen die Zahnstocher, die sehen jetzt halt so statisch aus, aber die pieksen sich ja rein. Also die sind ja wie so eine Knautschzone. Ja. Wenn Druck drauf kommt, dann federn die ja ab. Ja, sehr guter Ansatz. Jetzt ist die große Frage, sieht man das Gesicht? Sieht man es? Ja, ich sehe okay. Zwei Augen und einen Mund. Alright. Sehr gut. Ich bin bei meiner falschen Idee geblieben. Ich ja, denke, da bin ich so gespannt. Warum hat der so einen Kugel auf dem Kopf? Ich dachte, falls irgendwie doch noch so fällt, dann könnte ja, dann. Ich kann es mir auch vorstellen. Wer weiß, ich glaube, dass der Fallschirm auf jeden Fall ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen wird. Und diese Holzstäbe hier, die agieren ja so ähnlich. Ja. Eigentlich, egal in welche Richtung er fällt, er ist geschützt. Ja, das ist schon smart mit den Holzstäben, weil er nicht wirklich auf den Kopf fallen genau, kann. Genau. Mein Gesicht kann man, glaube ich, auch ganz gut erkennen. Wir werden gleich sehen, Freunde. Ich habe erstmal vier untere Luftballons, dann das Ei draufgelegt und dann natürlich gemerkt, dass es sich auch drehen kann. Also habe ich noch zwei Luftballons hier oben drauf gemacht. Dann ist mir natürlich auch gefallen, dass wenn man es fallen lässt, dass es dann zum einen bouncen könnte und sich drehen könnte und dann doch irgendwie das Ei da rausfällt. Also habe ich ganz viel Kleber daran gemacht, auch noch kleine Kügelchen, doppelt Klebefläche zu haben und unten noch diese Watte dran gemacht, damit es weniger bounced. Und das Gesicht. Auch das kann man erkennen. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Alles klar. Geil. Ready. Und jetzt kommt der große Eiertest. Der große Eiertest. Okay, ich bin ein kleines bisschen aufgeregt. Ich glaube an dich, du schaffst das. Versuch Nummer 1. Du hast nur einen Versuch. Boah, ich bin gespannt. Boah, ich bin auch richtig gespannt. Ich habe nicht das Gefühl, dass du über der 10 bist. Aber ich brauche auch noch ein bisschen Flugbewegung so. Weiß ich nicht, ob ich das machen würde. Du bist ein eigener Mensch, mach was du willst. 3, 2, 1. Oh, das war schon krass. Okay, warte, ich komm runter. Es ist halt genau in der Mitte, ne? Es ist halt sehr in der Mitte, ja. Wenn das jetzt noch überlebt hat, dann Alter, maximale Punktzahl. Also das Zielen, top. 6 Punkte, oder? Was? Ich glaube nee, sogar 8 oder 9. Okay, das heißt, es gibt schon mal 9 Punkte für die Zielscheibe. Jetzt die Frage, hat das Ei überlebt? Das ist die große Frage und wir werden es jetzt erfahren. Sieht oha top aus, top aus, oder? Junge. 19 Punkte! Das ist heftig, ey. Also, jetzt kannst du ja fast gar nicht mehr toppen. Ja. Krass, es hat funktioniert. Mhm. Ich war vor allem am wenigsten zuversichtlich bei dem, deswegen... Obwohl, hier, warte, was ist das denn? Ah, nee, nein, Kleber, nein, das ist Kleber. Ich so will noch irgendwo einen Fehler finden. Das wird schwer zu toppen sein, Freunde. Okay. Wer ist als nächstes? Ich mach gerne. Okay. Weißt du, wieso, wo er überhaupt hingehen muss? Jetzt hat er sich einfach so verlaufen. Hast du es gefunden? Sind sie jetzt dahin gelaufen? Ja, voll schade, wenn gar kein Ei zerbrechen würde. 3, 2, 1, go. Oh!
Es ist halt echt kaputt gegangen. Und nicht mal auf der Scheibe. Also, worst case. Ja, gut. Die ist auf einmal da runterfließt. Es ist leer. Alter, vor allen Dingen so kopfschutzmäßig. Boah, einfach auch richtiger Headshot auch noch. Uiuiuiuiuiui. Das war nicht so gut. Das wird muffen, ne? Ein abgelaufenes Ei unter den Latten, nicht so geil. Da spricht jemand aus Erfahrung. Ja, zweiter Platz ist schon mal safe, ne? Obwohl, wenn du auch verkackst und stimmt, es fällt ja runter. Obwohl, dann teilen wir uns den zweiten Platz. Also ja, nicht so gut. Geklappt. Die Vorstellung war, dass das so edel wie ein kleines Kissen so ja. Nicht passiert, gar nicht passiert. Drei. Ich flieg bestimmt gleich aus dem Fenster. Zwei. Eins. Das war ein schwerer Impact. Wir warten auf Joey. Es läuft nichts raus, aber das war schon, klang ein bisschen nach Ei ist gebrochen. Ja, der Hit war heavy. Ich habe gerade kurz die Orientierung im Haus verloren. Joey, schauen wir es uns an. Sieht gut aus, oder? Ist das so? Es gibt auf jeden Fall 7 Punkte ja für die Landung. Ja. Okay, und das Ei selbst? Ist ganz? Ist ganz. Alter, der Hit war eigentlich so ja, ne? Der war echt laut. Das hat richtig, richtig gebrummt. Krass, ja. Geil. 17 Punkte für Joey's Jungle. Crazy. Ich hätte nicht gedacht, dass meine Konstruktion gewinnt. Ich habe sogar auf deine getippt. Bravo, dass ihr das sehr gut gemacht habt. Rezo, das ist aber auch sehr, sehr schön gemacht. Ich war auch dabei. Alles klar, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt das mit einem Daumen nach oben. Lasst mir ein Abo da, aktiviert die Glocke und schaut auf jeden Fall hier bei den Jungs vorbei. Denn da gibt es auch jetzt jeweils ein Video zu sehen. Freunde, klickt einfach jetzt drauf. Viel Spaß beim Zuschauen. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ich will sie nochmal werfen. Einfach nochmal. Willst du nochmal werfen? Soll? Ja, komm.